muss. Ludwig wartet auf die Bälle, läuft sich zu wenig frei. Bellinghausen. Xhaka. Oh, gefährlich! Rechneten alle mit einer Hereingabe viel weiter weg vom Tor und dann war auch Matthias Hein wieder überrascht. Wenn er da nicht hingeht, kann er sich das Ding auch vielleicht selbst reinlegen. Nee, geht auf die Latte. Hesse. Geblockt. Xhaka. Xhaka ins Tor. Sie kriegen den Ball da hinten nicht raus. Und Anel Xhaka mit seinem ersten Tor für den ersten FC Kaiserslautern. Die Tore im zweiten Durchgang so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Aber sie setzen nach und sie nutzen dann auch die Chancen. Gut, wie Xhaka da die Ruhe behält. Amedik verlängert. Hesse, Gunesch. Und dann kommt er selbst ins Straucheln, im Fallen. Kein St. Paulianer. Abseits als kein Abseits. Wo Sie immer bedenken, dass die Kameraposition noch ein bisschen verzerrt. Aber so kann es gehen. Xhaka, nächste Möglichkeit. Und jetzt ist er drin. 1:0. Und da haben sie wieder auf der rechten Seite gepennt, die Ingolstadter. Die erhoffte frühe Führung. So, Peitsch und dann der verunglückte Befreiungsschlag eines Ingolstädter. Xhaka schaltet ganz schnell durch zwei, drei Ingolstädter hindurch. Das darf natürlich so nicht passieren. Daniel Jungwirth lässt sich da doch sehr einfach typieren. Und Anel Xhaka sagt Dankeschön. Ein zweiter. Peitsch, Jendrisek. Simpson gegen Durica. Simpson, Xhaka und der ist drin! Anel Xhaka, da habe ich ihn noch so kritisiert und jetzt trifft er. Und er hat die Pfiffe nicht vergessen vom eigenen Publikum gegen seinen ehemaligen Verein trifft Anel Xhaka. Im Hinspiel, das habe ich schon erwähnt, vom Platz gestellt. Und jetzt könnte er der Matchwinner sein. Ausgangspunkt Erik Jendrisek, der sich hier gegen Durica durchsetzt. Dann Simpson und der hat den Blick für den freien Anel Xhaka. Und überhaupt keine Chance. Ball in der Luft. Wer kommt aus dem Hintergrund? Guter Schuss und das 1:1. Ja, leck mich fett, Anel Xhaka. Was für ein Schuss. Und es heißt nur noch 1:1 zwischen Koblenz und Paderborn. Und Anel Xhaka beim Trainer, er bedankt sich. Der Kapitän mit seinem 6. Tor. Also zunächst die gefährliche Ecke der Koblenzer. Die brachte gleich nochmal eine Ecke ein. Und dann hat es geklappt. Hier, aber das dauert, bis der kommt. Das dauert. Und dann schießt er einfach mal und dann springt, ich glaube, es war Andreas Richter hoch. Oder war es Rüdiger Ziel? Und es steht 1:1. Lukas Kruse ohne Chance nach dem Treffer von Anel Xhaka. Na also, jetzt ist doch was los hier im Stadion Oberwerth. Super. Er fordert, spielt's doch endlich Fußball. Gefällt ihm nicht, was seine Mannschaft da produziert bisher. Es ist nicht die TuS Koblenz, die wir in den letzten beiden Wochen gesehen haben. Vielleicht jetzt erste Möglichkeit. Xhaka, und da ist das direkt das 1:0. Anel Xhaka.
die erste Möglichkeit in dieser Partie. Viertelstunde durch, 15. Spielminute. Es steht 1:0 für die TuS. Schwieriges Abwehrverhalten bei Erzgebirge Aue. Der Fehler von Adamski, der da sich von Rahn vernaschen lässt. Dann ist keiner bei Xhaka und der hat kein Problem einzuschieben. Unfassbar. Vier Mann und keiner ist bei Xhaka. Da stehen sie alle ungünstig. Ganz schwaches Stellungsspiel bei Erzgebirge Aue. Thomas Bobel kann nichts machen. Neuntes Saisontor für Arnel Xhaka, der Topscorer der TuS Koblenz. Also außer Karlsruhe kann am heutigen, an diesem Wochenende keine Mannschaft aufsteigen. Aber man kann sich eine Klatsche einhandeln, ohne dass man der Aufstiegschancen komplett genommen würde. Also Hansa kann noch aufsteigen, um das mal deutlich zu formulieren. Aber 0-3 gegen Koblenz ist dann doch eher ein Desaster. Kaum hatte er 6 Stürmer auf dem Platz, ging das Ding da hinten los. Schönes Tor, sehr schönes Tor von Arnel Xhaka nach Vorarbeit von Martin Forke. Also Hansa muss aufpassen, dass sie jetzt nicht auseinandergenommen werden. Torverhältnis vor der Partie. Stoß. Mit Xhukalo. Xhaka. Und da ist er bei dem Tor. Arnel Xhaka bringt die TuS Koblenz mit 2:1 in Führung. Mit diesem direkt getretenen Freistoß. Kriegt noch die Anweisung von Uwe Rappolder. Schauen wir nochmal. Arnel Xhaka durch die Mauer durch. Keine Chance natürlich für Michael Hofmann. Das darf natürlich auch der Mannschaft von den Münchner Löwen nicht passieren. Und kein Wunder, dass sich Michael Hofmann da aufregt. Da springen sie hoch, aber lassen die Lücke. Und Arnel Xhaka mit ein bisschen Glück macht er hier das 2:1 für die TuS Koblenz. Die logische Konsequenz des Spielstandes. Koblenz muss jetzt über den Kampf reinkommen ins Spiel. Hoffenheim will dagegen halten. Xhaka. Oh, was ist das? Daniel Haas verschätzt sich. Mein lieber Mann, da war der Wind natürlich auch mit im Spiel. Sie haben es vielleicht gesehen an den Eckfahnen. Es weht hier gewaltig im Stadion Oberwerth. Aber dennoch darf das natürlich Daniel Haas nicht passieren. Ganz kurioser Treffer von Arnel Xhaka. Vierter Saisontreffer für ihn, Daniel Haas. Und jetzt schauen wir noch mal hin. Lang unterwegs, da kriegt er eine kleine Böe ab. Aber da steht er natürlich auch. Verheerend schlecht, der Daniel Haas. Viel zu weit vorgekommen, verschätzt sich. Brutal. Und dann fällt er hinten rein. Ja, und wo ist das Loch hier im Stadion Oberwerth, wo Daniel Haas hineinkriechen kann? Also in seinem 5 Meter.